Oh, die Weihnachtsferien waren viel zu kurz. Oh, zum Glück hatte ich keine Korrekturarbeiten. Oh, diese nervigen Schüler, ich gehe wieder nach Hause. So, liebe Lehrerinnen und Lehrer, heute will ich euch ein paar Tipps zeigen, was bei mir am besten in den letzten 2 Jahren funktioniert hat, wenn ich sehr viel Stress und Sorgen hatte und einfach so viel im Kopf hatte im Schulalltag und einfach eine Lösung brauchte, damit ich mich sicherer fühlte und wieder Zuversicht bekommen würde, dass alles klappt, so wie ich es will. Also in diesem Video geht es vor allem um die Leute, die das Gefühl haben, sie ertrinken in der Arbeit. Und Stress ist ja eigentlich vor allem oft da, weil man Unsicherheit hat. Unsicherheit, dass es klappt, dass wir die Dinge hinkriegen, wie wir wollen. Und diese Tipps sollen dir mehr Sicherheit geben, dass du die Arbeit erledigen kannst und die Ruhe bewahren kannst, um auch Freude an der Arbeit zu haben. So, und der erste Tipp, den ich dir geben möchte, ist, dass du dir ein Stück Papier nimmst und versuchst aufzuschreiben, was das große Bild von der ganzen Situation ist, also the big picture. Was sind die wichtigen Dinge, die im Moment für dich anstehen, die du in, sagen wir, 1-2 Monaten erreicht haben willst, vielleicht auch nur in einer Woche erreicht haben willst, vielleicht auch nur heute erreichen willst. Und dass, wenn du beispielsweise dir 10 Dinge notierst, dass du mit den 2 wichtigsten beginnst. Weil wenn du versuchst, alles auf einmal zu machen, dann wirst du am Schluss trotzdem unzufrieden zu sein, weil du vielleicht alles nur halbherzig machst oder das Wichtigste nicht erledigt hast. Also von den 100% Dingen, die du aufschreibst, fang mit den 20% wichtigsten an. Das nennt sich auch Pareto-Prinzip, so 80-zu-20-Regel, weil einfach die 20 wichtigsten Prozent einfach 80% der Ergebnisse ausmachen. Also versuch das große Bild zu sehen und das mit dem Wichtigsten zu beginnen und für den Rest wirst du noch genügend Zeit später haben. So, und der zweite Tipp, den ich geben möchte, da mögen einige Leute sagen, ja, aber ich muss so viel machen, ich kann mir keine Pausen erlauben und so weiter. Aber du musst Pausen machen. Du musst dir in deiner Agenda, in deinem Kalender Pausen einplanen. Und zwar mindestens einmal über Mittag, eine halbe Stunde, Stunde und am Vormittag und am Nachmittag mindestens 1-2 kleine Pausen. Denn wenn dein Gehirn ständig nur rennt und rennt und rennt und tut und sich um all deine Schüler kümmert und die ganzen Arbeiten und die Verwaltung und so weiter, dann wirst du nur langsam und langsamer. Deine Leistung wird absinken. Dein Gehirn kann nicht ständig auf 100 oder 150% laufen. Also plan dir deine Pausen ein und du wirst dann nach der Pause auch wieder viel effizienter arbeiten, konzentrierter sein und bessere Arbeit leisten. So, und der dritte Tipp ist für mich einer der allerwichtigsten Tipps. Und zwar Single Tasking. Nicht Multitasking, sondern Single Tasking. Gerade im Lehrerberuf haben wir tausende Dinge, die wir gleichzeitig erledigen könnten. Hunderte Schüler, die gleichzeitig zu uns kommen und das von uns wollen. Und du musst lernen, eins nach dem anderen zu tun. Das heißt für dich, wenn du gerade mal Ruhe hast und Arbeit erledigen kannst, mach eins nach dem anderen, beginn natürlich mit dem Wichtigsten, aber dann hast du auch den vollen Fokus und bist nicht so gestresst und du wirst viel effizienter bei der Sache sein. Gleichzeitig, wenn Schüler zu dir kommen und mehrere Fragen auf einmal kommen, mehrere Anfragen und Hilfe brauchen, dann sei auch mal bereit zu sagen, Moment, jetzt zuerst du, dann du, geh zurück in deinen Platz, komm in 5 Minuten wieder und so weiter. Einfach Single-Tasking und nicht Multitasking, das macht dich langsamer und du machst mehr Fehler, das kostet dich auch wieder Zeit. So, und der vierte Tipp, den ich dir geben möchte, und da werden die Sportmuffel sagen, oh, natürlich, Sport, darüber will ich gar nicht sprechen, das hilft immer. Da werden Hormone ausgeschüttet, die den Körper erholen, Stresshormone abbauen und die wieder leistungsfähiger machen. Das ist das eine. Aber das andere, gerade für die Leute, die vielleicht nicht so gerne Sport machen, aber trotzdem eigentlich Bewegung bräuchten, hier ein ganz kleiner Tipp, geht 1-2 Mal am Tag kurz spazieren. Und wirklich seien es nur 5 oder 10 Minuten. Lauft einmal um das Schulhaus, lauft einmal um den Block, vielleicht habt ihr ein kleines Stück Wald in der Nähe, lauft da kurz hin, macht eine winzige Runde, denn der Sauerstoff, den ihr dann einatmet, die Bewegung, die ihr kriegt, vielleicht noch ein bisschen Sonnenstrahlen, die das Gesicht und die Hände im Winter abkriegen, schon das kann wirklich zu einer großen Erholung führen und eure Gedanken wieder ein bisschen runterschrauben, vielleicht sogar einen Fokus setzen für das, was wirklich wichtig ist. Und ihr werdet dementsprechend auch wieder besser und entspannter, gelassener arbeiten können. So, und der fünfte und letzte Tipp, den ich euch geben möchte, ist, wenn ihr zu Hause seid, vielleicht die Arbeit abgeschlossen habt, ich finde sowieso, ist es ja besser, wenn man nur in der Schule arbeitet, wenn es geht. Es geht natürlich nicht für alle, gerade für
Eltern, die ihre Kinder zu Hause haben und zu Hause noch vorbereiten müssen und so weiter. Aber wenn du zu Hause bist und im Bett liegst und vielleicht immer noch deine Gedanken kreisen darüber, was muss ich alles noch tun, was habe ich für Sorgen, was beschäftigt mich und so weiter, schau, dass du einen Notizblock oder irgendwas neben dem Bett hast, wo du diese Gedanken kurz aufschreiben kannst. Gerade wenn du beim Einschlafen immer noch in Gedanken kreist oder mal in der Nacht aufwachst und irgendwie denkst, oh Gott, das muss ich noch erledigen, dann schreib es kurz auf, dann kannst du es wieder in Gedanken zur Seite schieben und am Morgen kannst du es mitnehmen und dann wieder anschauen und dich anfangen, damit zu organisieren. Okay, das wär's für heute. Hier noch eine letzte Buchempfehlung, und zwar das Buch von Heike Frank, Lehrer am Limit. Das zeigt ganz schön in verschiedenen Bereichen des Lehrerberufes auf, wie dass dieser Beruf eben grenzenlos sein kann, weil man einfach so viele Möglichkeiten hat, wie man den Unterricht gestalten kann, wie tief man in die Arbeit mit, sag ich mal, schwierigen Schülern hineingehen kann. Und es geht nicht darum, dass man immer nur alles von sich gibt als Lehrperson, sondern dass man auch lernt, Grenzen zu setzen, gerade damit man die Erholung hat, um am nächsten Tag wieder fit zu sein, um wirklich gute Arbeit, qualitative Arbeit zu leisten und dass es am Schluss nicht nur Quantität ist und tun, 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 aber irgendwann wird einfach die Qualität eine Einbuße haben. Der Bücherlink ist in der Videobeschreibung, du kannst mich auch damit unterstützen, ich halte eine winzige Provision für jedes Buch, das du bestellst oder andere Dinge von Amazon, es kostet dich auch nicht mehr und wenn du Lust hast, kannst du mich so einfach unterstützen oder so einfach mehr lernen, indem du mehr Bücher zu deinem Beruf liest. Mach's gut, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis bald. Ciao.